Viktor, du bist hier unser fünfter Sprecher heute Abend und der Viktor Center ist auch schon einige Male hier dabei gewesen und Viktor ist so auch jemand, ne? Er ist ein Trainer, ein Berater mit Herz und Verstand, ja. So, das merkt ihr auch gleich, wenn er anfängt zu sprechen. Und als Informatiker hat er eben alles das, was von der Sachebene kommt, ja. Und das Herz, ne, das hast du eben dann jetzt auch mitgebracht. Und du hilfst den Menschen auch bei ihren Alltagsherausforderungen und du hilfst auch im Business bei Projekten. Und das schätze ich auch an dir so, dass du privat hilfst und auch im Business, in den Projekten. Sein Thema heute ist 1 und 1 ist mehr als 2. Da sind wir sehr gespannt. Er lädt uns ein, in die Kaleidoskopräume der Beziehung ganz neu zu entdecken. Denn 1 und 1 ist oftmals 3 oder sogar mehr. Also seid ganz gespannt mit mir auf den heutigen Impulsvortrag von Viktor Center. Und lieber Viktor, die Bühne gehört dir und das Mikrofon auch. Einen herzlichen Applaus. Ja, woll. Ja, vielen Dank, liebe Martina, für diese tolle Einführung und Einleitung. Mein Name ist Viktor Center, ich wohne in München. Ja, und es ist spannend, das Thema Beziehung, weil das Thema Beziehung uns wirklich in jedem Abschnitt des Lebens auch begleitet und sehr stark unbewusst oder unsichtbar. Ich habe dieses Bild gehabt, dass Beziehungen auch so wie Räume sind, durch die wir gehen und sind so wunderbare Möglichkeiten, sehr schöne Möglichkeiten, dass wir tatsächlich uns selbst begegnen können, unseren Mitmenschen und auch unsere komplette Umwelt. Das heißt, welche Beziehung du zur Natur hast, du zu den Menschen um dich herum und du zu dir selbst. Zum Beispiel als Kinder, wenn wir auf die Welt kommen, unsere erste Beziehung ist die Mama oder Papa vielleicht. Also sind auch kleine, feine Unterschiede. Wir wachsen erstmal in einem familiären Umfeld mit Geschwistern, mit den Eltern, Geschwistern, mit den Großeltern sogar, Tanten, Onkeln. Also es ist so langsam ein Geflecht, wo wir uns wiederfinden. Und gar nicht bemerken, so, wir sind die Menschen. Und dann bemerken die unterschiedlichen Qualitäten der Menschen, die Liebe, die Fürsorge, was uns trägt, wie uns mega sympathisch ist, wo wir uns wohlfühlen oder wo wir bemerken, nee, da mag ich gar nicht hin. Also es ist auch die Frage, wen liebst du mehr, die Mama oder den Papa? So. Oder wie viel? Und dann musst du zeigen. Und dann denke ich, ja, ist so, man wächst so rein in Beziehungen und sehr wichtig zu erkennen, dass wir tatsächlich als Kinder, als Babys den Bedürfnis haben und nach Wärme, nach Nahrung. Das heißt, diese Beziehung muss für ein Kind, für ein Baby genau das hergeben, genau das tragen, dass das Baby auch die Nahrung und die Wärme hat. Und wenn wir weiter in den Kindergarten gehen, dann bemerken wir, wie ist uns sympathisch, ist die Lehrerin sympathisch, wie geht's uns, wie verknüpfen wir Freundschaften? Erstmal fragt keiner, was machen deine Eltern oder was machst du, was für einen Job hast du, sondern man beginnt miteinander zu spielen, zu interagieren. Das heißt, die Beziehung, es ist in Kontakt gehen, in Kontakt treten, sich öffnen. Und auch dieses Verhältnis, also zu bemerken, wie viel kann ich geben, wie viel kann ich nehmen. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und das ist das Schöne zu erkennen, auch weiter in die Schule oder wenn man beginnt zu arbeiten oder studiert. Es ist so wie ein Kaleidoskop oder nochmal eine neue Tür, nochmal einen neuen Raum, durch den ich gehe und bemerke, wie ist die Qualität oder was brauche ich? Und manchmal ist es auf einer intuitiven Ebene, dass man bemerkt, den Mensch mag ich. Ich kann es auch nicht erklären oder ich erkenne Qualitäten, ich kenne Werte, ich kenne Gefühle. Und dann bemerke ich, ich kann mich öffnen. Und es ist sehr spannend zu fragen, was braucht eine Beziehung, damit es auch so einen fruchtbaren Boden hat, damit ich wachsen kann.
was brauche ich von einer Beziehung, was wünsche ich mir von einer Beziehung. Und das ist auch sehr, sehr spannend zu bemerken, was braucht es in diesem Sinne. Und das, was du auch gemeint hattest, ist Mut, Martina. Also, dass ich wirklich sage, ja, ich will, ich bin neugierig und eine starke Neugierde wirklich dem Gegenüber, dem möglichen Partner zu entdecken. Also, wer ist diese Person, der da mich anzieht oder die mich anzieht? Was spüre ich selber? Es läuft ein Prozess der Klarheit. Und das ist so, dass, was für mich auch beginnt zu verstehen, dann gehe ich in den Kontakt, dann wie finde ich die Kommunikation? Dann muss ich einfach sagen, ja, ich greife zum Hörer, ich schreibe eine Mail, ich spreche den Menschen an am besten. Und egal, ob ich jetzt privat oder beruflich, in einem beruflichen Kontext, diese Muster, die ziehen, können sich auch durchziehen. Und was sehr wichtig für eine tragende Beziehung ist, das Gefühl von Sicherheit, von Vertrauen. Weil nur dann kann ich mich öffnen, kann ich sagen, mit oder ohne Angst oder trotzdem Angst, dann die Themen ansprechen, die mir auf dem Herzen liegen. Und das ist so das Wichtigste, über diese Grenze zu gehen und offen zu bleiben, auch Verständnis zu zeigen. Also verstehen, dieses Bild, dass man versteht, understanding auf Englisch, to stand under. Also ich unterstütze dich auch in diesem Verstehen eigentlich. Ich kann mich in deine Position auch versetzen, also verstehen. Und in diesem Relatio, also in diesem Relation, I relate to you, ich kann mich auf dich beziehen, ich habe einen Bezug zu dir, ist wichtig, auch die Transparenz zu haben. Weil die Transparenz und die Kommunikation, das schafft Vertrauen. Und das ist tragfähig. Das heißt, ich weiß, wo ich bin, ich kenne mich selber, ich kenne meinen Partner und es geht darum, um das Gemeinsame. Das Dritte, was entstehen kann, vielleicht ein Kind, vielleicht ein gemeinsames Projekt. Was schaffen wir zusammen? Also wenn Menschen zusammenkommen und an einem Strang ziehen, man kennt das von den neuronalen Untersuchungen, wie viel Kreativität eigentlich in uns steckt. Zum Beispiel von HeartMath Institute gibt es eine super schöne Studie, wenn Menschen vertraut kollaborieren, wo sie arbeiten, dass unsere Gehirn, ihre Areale so aktiviert sind, dass wir fähig sind, ganz komplett neue neuronale Netze zu generieren und auf komplett neue Ideen kommen. Deshalb ist es wichtig, auch in der Arbeitswelt oder privat, dieses Gefühl von Sicherheit zu haben, wo ich auch sein kann, wie ich bin. Ja, und es sind Bedürfnisse, die durch eine Beziehung wahr werden, beziehungsweise wahrgenommen werden, wie zum Beispiel, dass ich gesehen bin. Also ich möchte, ich wünsche mir, dass meine Persona, mein Charakter, dass mein Ich gesehen wird oder ich möchte in der Person mein Gegenüber auch erkennen. Ich möchte gehört werden. Ich möchte auch wachsen. Ich möchte akzeptiert werden. Das sind lauter Bedürfnisse, die wir als Menschen alle haben. Und in diesem Art sind wir offen, wir sind verletzlich. Und es ist immer die Frage, wie kann ich mich trotzdem zeigen? Und das ist für mich auch, was ich erkannt und erlebt habe, ein Prozess der Menschwerden. Dass ich sage, oh, ich wusste nicht, dass ich so verletzlich bin. Und ich akzeptiere mich selber in dem Moment. Weil ich bemerke, das gehört zu mir. Weil vielleicht in der Vergangenheit habe ich gar nicht hingeschaut oder hinschauen können. Und in diesem Moment, wenn ich tiefer in mir reingehe und sage, ja, du bist Mensch, du hast diese Gefühle und spüre, dass die echt sind und woher die kommen, dann bin ich in dem Moment näher mit mir verbunden.
Und dann geht's, dass wir wachsen, dass wir sicher wachsen, also dass wir so einen Nährboden haben, wo wir auch über uns, unsere Vorstellung wachsen. Und ich möchte gerne beginnen mit einem schönen Zitat von dem Meister Sufi Rumi. Er sagt, beyond right and wrongdoing, there is a field, I meet you there. Also zwischen der Vorstellung von gut und von richtig und falsch, da ist ein Ort, da ist ein Feld. Und da kann ich dich treffen, da können wir uns begegnen. Ich wünsche euch und uns allen viel Freude in der Gestaltung, in der Selbstverwirklichung und in den neuen Erkenntnissen und Verbundenheit mit euch und in Beziehungen. Vielen Dank. Dankeschön, lieber Viktor. Ihr dürft auch wieder hier eure Herzchen anmachen und klatschen mit der Reaktionstaste virtuell. Ja, auch wieder so ein wertvoller Impuls oder Impulse von dir. Understanding. Ich nehme auch immer gerne die ganzen Wörter mit, ja. Nahrung und Wärme und ja, das Haasmaß-Institut, das ist auch etwas, womit ich mich selber sehr beschäftige, wo es sich auch lohnt, damit sich zu beschäftigen. Und ja, wir sind verbunden, wir sind hier in Verbundenheit. Und wie schön ist es, wenn wir mal sagen, ich sehe dich.